Aralaka ist auch schon da. Die nächste Dame mit einer neuen persönlichen Bestleistung. Ja, wie fällt ihr Fazit aus? Ja, also ich bin zurzeit noch ein bisschen K.O. vom 800-Meter-Lauf, aber ich bin richtig zufrieden mit Götzis. Ja, unglaublich. Wie war der 800 am Schluss? Es ist immer brutal. Ja, also ich habe noch 400 probiert, dass ich nochmal vorgehe. Aber die letzten 100 waren ziemlich schwierig. Aber es ist um 8 Sekunden neue Bestleistung und hätte mir nicht gedacht, dass ich es schon drauf habe. Hatten Sie auch das Duell mit der Ukrainerin irgendwie im Auge dann? Ja, natürlich. Also ich und die Alina duellieren uns ja schon sehr lang. Aber sie war eindeutig stärker heute. Was hat Sie besonders gefreut an diesem Wochenende, was Ihre persönlichen Leistungen betrifft? Also am meisten freuen tue ich mich über 200, über Speer und über 800. Und jetzt gibt es natürlich auch schon den Ausblick, eine mögliche EM-Teilnahme steht natürlich im Raum. Es gibt das Duell für Sie gegen Karin Strametz. Sie haben mal heute vorgelegt, wie würden Sie Ihre Ausgangslage beschreiben? Ja, ich habe alles gegeben das Wochenende und jetzt ist die Karin an der Reihe, dass sie nachzieht. Sie ist richtig stark das Jahr, also ich bin gespannt, was sie sagen wird. Und ein weiteres Highlight steht ja auch noch vor der Tür. Genau, mein Saisonhöhepunkt ist die U20-WM Mitte Juli. Ich bin auf einem guten Weg, ich werde jetzt noch brav weiter trainieren und dann schauen, dass ich da noch mal was drauflegen kann. Alles Gute dafür und vielleicht klappt es ja dann auch noch mit der Europameisterschaft. Danke und damit wieder hinauf zu unseren Kommentatoren.